Willkommen damit zu Dead Hungry Diner und wir starten direkt in das Spiel hinein. Auf jeden Fall geht es hier um fleißig Zombies etc. pp., die uns angreifen und wir müssen da mal ein bisschen was gegen unternehmen. Zombie, Kiste. Hat was. Und wir sammeln. Und er hat natürlich Hunger. Also müssen wir jetzt hier diesen Topf ihm geben. Und somit ist er glücklich. So einfach kann's gehen. Jetzt machen wir natürlich alles noch wieder in Ordnung. Und somit haben wir das geschafft. So. Jetzt geht's los. Jetzt haben wir hier drei Plätze. So, hier haben wir nämlich ein Doppelpaar. Das möchte ich jetzt natürlich auf den Tisch hin. Jetzt müssen wir aber natürlich erstmal ganz schnell sein, dass die hier fertig sind. Merkt schon, es muss hier ein bisschen alles schnell gehen. Das ist so wie ein Spielchen, wo man sich hier aussucht. Jo, möchtest du was essen? Was möchtest du denn essen? Ich such dir das raus. Wart mal einen Moment. So, man muss sich hier natürlich ein bisschen beeilen. Er braucht mal ein bisschen Liebe hier. Er soll ja nicht dumm sterben, ne? Ihr wisst das ja. Es wird langsam Tag und wir sollten uns auf die Socken machen.
damit wir nicht aufgefressen werden von den bösen Zombies. So, wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar mehr Tische, wir haben jetzt auch schnellere Schuhe, können wir uns unter anderem damit holen. Aber, also flinke Schuhchen, holen wir uns einfach mal. Und die, ja. So, damit geht es los. Wir haben es geschafft. Also ihr merkt schon, wir müssen Zombies was zu essen geben und das endlich mal was Gutes, ne? So. Jetzt mal was bisschen was anderes, denn... der möchte ganz dringend was haben.
merkt schon, wie böse die sind. Die wollen ganz schnell was zu essen haben. Jemanden am falschen Tisch gesetzt. Die werden recht schnell böse. Also, ja. Haben wir es nicht so ganz geschafft. Aber wenigstens ein Stern. Ja. Fingerfähigkeit der Schuhe, ein bisschen mehr Liebe und ein bisschen mehr, ne? So. Und damit geht's los. Unsere Tische sind voll und hier stehen nur noch welche draußen. Das ist natürlich blöd. Aber jetzt wollen alle was zu essen haben.
Jetzt haben wir ein bisschen, wirklich ein bisschen Luft, ihr merkt das schon. Warten, dass da nochmal wieder welche kommen. Geschafft. Ich denke mal jetzt nicht mehr, dass da jetzt noch große Sachen kommen werden. Jetzt warten wir auf den hier, der so fröhlich gegessen hat. Das tun es natürlich alle, das ist ja ganz klar. Und schon sagt sie, juhu, dann haben wir es geschafft. Ja, das ist doch mal eine positive Ausgangsphase. Ja. That Hungry Diner. In diesem Sinne könnt ihr es einfach mal selber spielen. Macht recht viel Spaß, ihr habt es ja gesehen. In diesem Sinne sage ich jetzt tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Gameplay und werdet nicht zum Zombie, denn sonst könnte es nicht gut für euch heißen. In diesem Sinne tschüss und auf Wiedersehen.